Herzlich willkommen zum zweiten Teil von Der Jägerrucksack und sein Inhalt. Ich habe vor einiger Zeit von dem Joachim, Grüße an dich Joachim und besten Dank nochmal, ne? Von Joachim habe ich eine Liste erhalten und zwar, was in diesen Rucksack reinkommt. Ich hole die Liste mal raus. Ne, falsche Seite, hier habe ich sie. Und zwar, diese Liste wurde, ja, Packliste für den Bereitschaftsrucksack bei den Panzergrenadieren 1988 in Lübeck benutzt. So schaut das aus. Das ist die Packliste. Und zwar wurde da dieser Jägerrucksack als Rucksack Alpin bezeichnet. Und da gehörten rein im Rucksack Alpin Zelt und Unterhemd, Oliv im hinteren Teil, also in dieses separate Fach. Dann die Feldhose, Feldhemd, Feldjacke, Unterhose, Klammern lang Oliv, Socken, zwei Paar Oliv, grau, Entschuldigung. Unterhose, Sommer, weiß, Schuhputzzeug, der Feldflaschenhalter, zu der Feldflasche kommen wir gleich, das Schuhputzzeug, die Brotaufstrichdose, Kampftasche, klein mit Feld-Essgeschirr und der Waschbeutel mit Handtuch, Zahnbürste, Nassrasierer, Seife und Zubehör. So, und dann geht's weiter. Rucksack Alpin, rechte Außenseite, da kam rein die Zeltstangen und das Nähzeug. In die linke Außenseite die Feldflasche, lose, also sprich, diesen Feldflaschenhalter, also wo die Feldflasche reinkommt, der ist ja im Rucksack, und halt die Feldflasche lose gefüllt mit Wasser in die linke Außentasche. So, und dann kommen wir noch zu den anderen Sachen, die dann am Mann sozusagen getragen werden. Linke Hosentasche, haben wir das Pieppäckchen und das Dreiecktuch. Die rechte Hosentasche, Feldmesser, Taschentuch. Linke Beintasche, Verbandspäckchen groß, rechte Beintasche, Waffenreinigungsgerät. In die Feldjacke kam in der linken Brustinnentasche der Truppenausweis, ABC-Abwehrheft und der Mädelzettel. In die linke Brusttasche kam Schreibzeug, Verbandspäckchen klein und der Gehörschutz. Rechte Brusttasche, Schießbuch, Erste-Hilfe-Heft. Um den Hals, Erkennungsmarke, Gesäßtasche, Geldbörse sowie Toilettenpapier. Koppel, Magazintaschen 2, Klappspaten, ferner ABC-Tasche, Helm und Koppeltragehilfe. So viel dazu. Das zum Bereitschaftsgepäck, so wie es bei den Panzergrenadieren 1988 in Lübeck verwendet wurde. Ja, dann hoffe ich, dass euch der kleine Ausflug in die Geschichte der Panzergrenadiere von 1988, wie die ihr Bereitschaftsgepäck gepackt haben, gefallen hat. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Ich melde mich ab.